herzlich willkommen zu einer neuen, gewagten, experimentellen, wie auch immer ihr das nennen wollt, Serie von mir. Ich spiele schon seit Jahren FIFA, bin aber immer noch kein Profi. Ich spiele das eigentlich nur für mich und ein bisschen aus Langeweile. Ich spiele da auch nicht dieses Food-Karten-Dings-Gedöns. Ich spiele meistens nur Manager-Karriere oder halt eine Spielerkarriere. Ich wollte heute mal mit euch mal einfach mal so eine Art Sprint to Glory machen. Und wir fangen einfach mal an. Nee. Leider spinnt hier immer wieder mein System rum, weil ich das eigentlich mit Controller spiele. Aber er nimmt das halt immer wieder raus und da muss ich dann ab und zu mal zur Maus greifen, damit das wieder funktioniert. Wenn jemand dasselbe Problem hat, kann er sich gerne mal melden, wie er es behoben hat. Weil mich nervt es zwar nicht, aber es ist anstrengend. Ne? So, wollen wir mal hier kurz den Namen festlegen. So, wie gesagt, nichts erwarten. Ich bin kein Profi. Wir werden den größten Teil der Saison natürlich simulieren, weil wir wollen gucken. Wir werden heute mal einfach einen Drittliga-Verein coachen und gucken, dass wir nach oben kommen. So, warte mal, geben wir ihm denn hier mal. Ach, wir ändern nur die Haarfarbe um. So, ja, die Frisur können wir ihm mal noch ändern hier. Was geben wir ihm denn mal? Muschelkopf? Na, der sieht ja wohl peinlich aus. Ja, komm, das sieht auch nicht schlecht, auch nicht besser aus, aber nehmen wir das. So, wir wollen uns ja auch nicht lange hier mit dem Erstellen aufhalten. Bart gibt's keinen, Outfits, keine Ahnung. Das können wir so lassen, das lassen wir einfach so. Da sind wir schon gut mit bedient. Wir nehmen einen authentischen Verein, ganz klar. Und dann wollen wir mal gucken, in der dritten Liga suchen wir uns mal irgendwas raus. Gute Frage. Ich persönlich bin ja Dortmund-Fan, schon seit Jahren, aber ich gucke auch, verfolge auch viel bei denen hier. Da schaue ich auch viel rein. Erzgebirge Aue. Stadion, das können wir so lassen. Wollen wir gleich mal gucken. So, Halbzeitlänge mache ich auch 4 Minuten runter, warum auch immer. Verhandlungen lasse ich locker. Internationale Jobangebote will ich nicht. Das sind, glaube ich, genau Nationalmannschaften, die brauchen wir nicht. Sommertransferfenster lassen wir. Übernahme. Nein, wollen wir auch nicht. Spielschwierigkeit mache ich nur Halbprofi. Wie gesagt, das reicht für mich meistens schon aus. Wenn wir ein Spiel spielen, dann spielen wir sowieso nur die Highlights. Weil für ganze Spiele reicht die Zeit ja eigentlich auch in den Videos nicht wirklich aus, ne? Sind wir ehrlich. So. Gut, dann neue Karriere. Ja, wir machen mal daraus einmal zweimal. Ja, das könnten wir eigentlich auch mal löschen. Wäre ganz, ganz nice. Zack, zack. So, ist gespeichert. Los geht's. Meine Damen und Herren, hier genau. Ist der neue Trainer. Da ist er. So. Wollen wir mal schauen, ob wir in dieser Saison, was wir hier gerissen kriegen. Ich würde mir mal sagen, wir versuchen das mal so weit, wie es möglich geht. Und schauen mal an, wo uns die Reise hinführt und wie ihr das aufnehmt. Oder ob ihr der Meinung seid, ich sollte dann lieber die Finger von lassen. So, hier, Taktikkonzept. Ich habe mich mit dem neuen System noch so weit noch gar nicht groß auseinandergesetzt, aber ich bin ein Freund vom Flügelspiel. Daher nehmen wir mal hier, gucken wir mal, das mit den Trainersystemen habe ich auch noch nicht so ganz begriffen. Wir nehmen mal gleich hier den, der kann dann gleich mal ab da rein. Sehr schön. Und dann, ja, komm, wir nehmen gleich noch einen dazu. Gucken wir mal, haben wir was für einen Angriff. Gibt es da einen schönen dabei? Dreier. Dann nehmen wir den hier, der kommt dann halt ins Mittelfeld. So. Sehr schön. So, haben wir erstmal 2 Stück drin. Wie gesagt, wenn ihr Tipps habt, immer raus damit. Ich selber habe mich damit noch nicht so wirklich beschäftigt mit dieser ganzen Materie von diesem Trainer-Kram da. Folglich, kreuzigt mich bitte nicht gleich. Wenn ihr Tipps habt, dann nennt mir die einfach. So, Scouting-Berichte, ja, schön, da will ich mich gar nicht drauf verlassen. Scouting mache ich meistens immer, da gucke ich mal selber mal, was ich da so für Spieler so gerne hätte. Als erstes würde ich mal sagen, wir ändern gleich mal die Taktikvorlage, weil das ist überhaupt nicht meine Taktik, das mag ich nicht. Moment, das war aber falsch, wie ihr seht. Auch ich muss erst mal gucken. Noch, das müsste eigentlich hier gewesen sein. Da gucken wir mal rein. Nein. Neue Taktikvorlage? Nein. Taktikvorlage im Nein, das will ich auch nicht.
Ich wüsste jetzt gerade echt gar nicht, wie ich da drin war. Ich war doch da mal schon mal drin. Mannschaft. Teammanagement. Können wir da was ändern? Da unten kann man doch die Taktik ändern. Nee, das will ich nicht. Da können wir sie ändern, siehst du. So. 4-3-3 offensiv. Das ist so mein Spielsystem. Das spiele ich eigentlich recht gerne. Das wird dann auch noch mal ein bisschen umgeändert. So, dass die beiden, die wir da noch haben, auf den. Nee, das wollte ich nicht. Genau. Kann ich da jetzt. Nee, da war das nicht. Können wir aber auch so lassen. So, Teammanagement. Dann wollen wir erstmal gucken, was wir hier haben. Was haben wir denn hier? So, der kann da, ja, das sieht alles recht gut aus bis jetzt. Also müssen wir mal gucken, was sagt der hier. Warum hat der ein Ausrufezeichen? Weil der ZDM eigentlich ist. Der ist ZOM und Stürmer. Das ist ein Stürmer. Der kann da auch spielen. Jo. So, was haben wir denn hier noch auf der Bank? Die ganzen kleineren, die werden sowieso gleich alle erstmal weggehauen. 64, der ist auch gut. Das sieht ganz gut aus. Das lassen wir erstmal so. Wir gehen mal in die Jugendakademie, mal gucken, was da so rumkreucht und fleucht. Also, ich weiß nicht, aber meines Wissens nach sind das keine Spieler, die wir gebrauchen können. Die können gleich erstmal weg. So. Weg damit. Sehr schön. Gut, dann können wir erstmal schauen, dass wir hier irgendwie noch. Na, ich würde heute ganz gerne noch ein Spiel spielen mit euch. Jugendstab. Da, den schicken wir gleich mal los. Können wir nicht noch einen besseren holen? 2 Millionen haben wir noch. Den würde ich eigentlich ganz gerne verpflichten schon. Den nehmen wir mit und den lassen wir auch gleich erstmal gucken. Ich würde jetzt mal sagen, wir schicken ihn nach Spanien für 3 Monate. Und ihr könnt dann beim nächsten Mal einfach sagen, ja oder nein. Machen wir so. Gut. Das hätten wir auf jeden Fall geschafft. Jetzt müssen wir mal kurz gucken in der Teamzentrale. Wir müssen noch ein bisschen ausdünnen. Das ist mir alles zu viel. Wir haben drei davon. Ja, laufen die Verträge auch überall alle aus. Oh, wir müssen noch die Pläne bearbeiten. Entwicklungsplan, Torwart, Hechten, Reflexe, Abschlag. Fingersicherheit. Wir machen mal das dort. Bei Männel, was haben wir da noch? Der geht nur noch runter, ja, der ist noch 35. Da wird nicht mehr viel zu holen sein. Da müssen wir uns bald mal umgucken. Den würde ich ganz gerne mal verleihen. Mal gucken, ob da noch was kommt mit 19. Mal schauen, ob da noch irgendwas zu holen ist. Mal da irgendwo reingucken. Nein, nein, nein. Müssen wir mal reingucken, wie da so die Werte sind. So. Den, der kann weg, den brauchen wir nicht. Der ist, der kann auch potenziell nicht mehr viel kommen, mein, glaube ich. 5 Innenverteidiger. Wenn wir mit 3 spielen, sind 2 auf der Bank besetzt, gar nicht schlecht. Wobei ich einen davon ganz gerne noch verleihen würde. Spiele mal ganz gerne mit einem kleinen Kader. So viel ist da ja auch noch nicht wirklich zu holen gerade. So, das ist okay, mitspielender Verteidiger. Was haben wir denn hier bei Burger? Entwicklungsplan. Ich glaube, da ist auch nicht mehr viel zu reißen. Oh, doch. Aber der könnte in der Verteidigung noch ganz gut wichtig werden. Entwicklungsplan. Da mal reingucken. Ja, komm, der geht auch nochmal auf Verteidigen. Innenverteidiger. Den haben wir schon weg. Was hat er noch? Der sieht ganz nice aus eigentlich, ne? Der hat auch Verteidigung, Dribbeln. Ich möchte jetzt eigentlich ziemlich hohe Verteidigungswerte haben, damit wir da echt auf der sicheren Seite sind. 3 Rechtsverteidiger. 19, 57, läuft in 12 Monaten aus. Er kann eigentlich jetzt mal gehen. Den würde ich jetzt so nicht weiter verpflichten wollen. Wir müssen nachher noch gucken, dass wir noch ein paar Verträge delegieren. Offensiver Flügelverteidiger ist für mich in dem Fall wichtig, weil ich ja gerne mit Offensiven spiele. Was haben wir hier noch? Der könnte ebenfalls offensiver Verteidiger werden. ZDM Chicora. Der kann ZDM spielen. Können wir den nicht einfach mal umformen auf ZM? 42 Wochen. Und der ist 28. Puh.
Sollten wir uns vielleicht mal nach was Neuem umgucken. ZMs haben wir sowieso, da haben wir nur zwei gerade. Das ist echt mau. Und einer davon, der ist noch nicht mal, nee, der kann gehen. Den will ich nicht. Pepic, 27. Hat der noch irgendwas mit Entwicklungsplan? Jo, passend. Nee, würde ich sagen. Kriegt er erstmal rein. Rechtes Mittelfeld. ZOM, Serbien, Montenegro. Lass mal gucken, was er, der kann noch ZOM. Können wir den nicht direkt darauf umformen und dann bleibt der da, weil, genau. Ich würde mal sagen, den basteln wir mal erstmal dahin. Und dann stellen wir uns den nämlich auch dahin. Der spielt sowieso schon rechter Vorwärtsspieler, aber 58, da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Luft nach oben. Antritt ist jetzt auch nicht so wirklich klasse. Das ist schwierig, das ist schwierig. So, Stürmer. Drei Stürmer haben wir. 29. Wer ist 31? Da wird, glaube ich, nicht mehr viel passieren bei dem Elsner. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Machen wir mal Knipser rein und dann gehen wir. Wir setzen ihn mal auf die Leihliste. Mal gucken, was dabei rumkommt. Bei Bär bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, da passiert auch nicht mehr viel. Hat doch keinen Entwicklungsbonus. Aber der ist schnell, der Junge, ne? Ja, komm hier, der braucht noch ein paar Schusstechniken. So, Entwicklungsplan, was sieht er da vor sich? Die müssen alle besser werden im Schießen. So, das haben wir erledigt. Dann fangen wir mal ganz oben an mit den Vertragsverlängerungen schon mal. Läuft in 12 Monaten aus. Boah, was verdient er denn jetzt? Was verdient er denn? Er verdient 1.000er. Verlängern, delegieren. Ja, komm, Junge, mehr wie 1.000er kriegst du nicht. Du bist schon alt. So. Aha, der will also nur für 1.300. Ja, war klar. Okay. 59. Der hat ein, ja, und was hat er für eine Gehaltsvorstellung? Ja, das ist okay, das nehmen wir an. 700, das ist in Ordnung. Ja, komm, wir müssen die Verträge ja alle ein bisschen verlängern hier, sonst wird hier. Jetzt machen wir das jetzt mal manuell, ganz toll. Ja, dann bringen wir mal ganz schnell aktuelles Gehalt. Ja, akzeptieren. Ja, wichtig. 3 Jahre wären mir schon wichtig. Ja, das ist gut. Freigabesumme will ich nicht. Kriegst du nicht. Ja, halt, komm, wir machen einen Tausender. Mal gucken, was er sagt. Na? Einstiegsbonus? Na gut, komm, den Einstiegsbonus, den gebe ich euch noch, aber nicht hier diesen komischen Dingsbumskram da. Das will ich nicht. Belohnungen gibt's nicht. Ja, komm, hier. Mein Fehler. Ich habe einfach weitergedrückt. Hätte ich mal lassen sollen. Na gut. Es ist nicht weiter dramatisch. Rosenlöcher. Was für ein Name? Rosenlöcher. Vertrag delegieren. Ja. Sag mal her. Für 1200. Ja, ist in Ordnung. Edge, den hatten wir sowieso auf der Abschussliste. Den wollten wir auch noch verlängern. Den müssen wir auch verlängern. Wir müssen erstmal alle Verträge verlängern. Dann müssen wir gucken, was übrig bleibt. Ach, jetzt habe ich mich wieder verdrückt. Ach, Mann. Rolle im Kader wichtig, meinetwegen. Innenverteidiger 23. Ja, sollte eigentlich so sein. Ja, die 3 Jahre nehmen wir. Nein, das will ich nicht. Du kriegst keine Freigabesumme. So. Du kriegst keine Freigabesumme. Ich lasse mir nur ungern die Spieler wieder wegkaufen. Ich habe keine Lust. So, sehr schön. Gehalt. Komm, kriegst ein Tausender. Wir sind ja mal nicht so. Aktuelles Gehalt ist 750, kriegst jetzt ein Tausender die Woche und dann, naja, siehst du, läuft. Die anderen haben auch alle 1.000 gekriegt, da passt das schon. So, was ist mit ihm hier? Wir hatten einen Innenverteidiger, den hatten wir abgeschossen. Ich glaube, ihn hatten wir abgeschossen. So, delegieren. Ja, mach mal. Akzeptieren. Der hat sowieso noch 2 Jahre. Ja. Ich verlängere erstmal alle Verträge. Ich glaube, das macht schon Sinn.
wieder Vertragsverhandlungen gedrückt. Ich sollte mir echt mal angewöhnen, halt mal langsamer zu machen. Rechter Verteidiger, rechter Verteidiger. Mach mal Rotation. Das ist nicht akzeptabel. Ja, meinetwegen, komm. Damit wir schnell durchlaufen hier. So, dafür kriegst du aber auch 4 Jahre. Ja, meinetwegen noch 2 Jahre. Die können wir meinetwegen übergeben. Die will ich nicht. Ja, mehr wie 1000 kriegst du nicht, Junge. Ja, komm, wir lassen uns auf 1-1 ein. Weil dann mehr ist nicht. Mehr ist nicht. Nimm oder lass. Naja, siehst du, geht doch. So, was haben wir denn hier noch? Chicora. 28. Passt eigentlich überhaupt nicht so in unser System rein. Aber wir behalten erstmal. Ich glaube, jetzt haben wir schon keine Kohle mehr, um Thiel zu verlängern, ne? Komm. So, wie sieht's jetzt hier aus? Oh, wir haben noch so viele zu verlängern. Ja, der kann auslaufen, meinetwegen. Der auch. Den wollte ich noch verlängern. 750, das wird er nicht annehmen. Gut, wir müssen das mal verkaufen jetzt, würde ich sagen. Posteingang, wie sieht's hier aus? Was wollt ihr? Naja, der baut das Scouting-Netzwerk auf. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut. So, Teamstrategie. Auch da bin ich bisher echt ein bisschen überfragt gewesen. Wenn es mir einer erklären kann, könnt ihr das gerne mal tun. Ich bin dabei. Ich höre mir das an. Trainingsplan. Würde ich sagen, lassen wir erstmal noch ausgeglichen. Und sehen erstmal, wie der so ankommt, der Trainingsplan. Zentrale, wir wollen mal einen Tag weitergehen. Ja, dann nehmen wir den hier. Das wird eh geskippt und simuliert. Wir haben eine Nachricht. Was sagt er? Ja, der, das ist schön. So, was hat er hier? Bla bla bla. Okay. Er geht nur schweren Herzens. Ja, wir sehen uns erstmal um. Komm. Ja, wir sehen uns. Ich sehe mich lediglich mal um. Was ist mit dir? Richtig. Da sind wir uns einig. Das ist schön. Ich habe mich hier richtig wohlgefühlt. Daher bin ich froh, dass ich nicht richtig. Ja, siehst du? Ha! Eine Laie hilft dir mehr. Sehe ich auch so. Was haben wir hier? Ich habe mich hier nicht richtig wohlgefühlt. Jo, eine Laie hilft dir auch mehr. Jo, vor uns liegt viel Arbeit, würde ich sagen. Das sehe ich auch so. Gut, weiter. So, das sind die internationalen Testspiele. Leihangebot für Lord mit Kaufoption. Delegieren. Ich habe aber keine Lust zu leihen. Wir könnten mal meinetwegen eine 2-Jahres-Leihe machen, aber es gibt definitiv keine Kaufoption. Erstmal will ich gucken, wie die sich entwickeln und dann wollen wir die ja zurückholen vielleicht. Leihangebot für Elsner. Ja, wieder mit Kauf wahrscheinlich. Ja, nee, komm. Geh auf eine Kurzleihe erstmal. Ist egal. Das wird so sonst nichts. Spieltag. Wie sieht's aus? Anstoß? Ja, ja, mach mal. Aber ich werde das schnell simulieren. Das hatte ich euch bereits gesagt, dass wir viele Spiele schnell simulieren werden. 0-0 kann ich jetzt nach dem ersten Spiel ohne große Neuzugänge erstmal gut mit umgehen. Ist in Ordnung. Kann ich mit leben. So, was haben wir hier? Leihangebot für Elsner. Haben wir wieder eins. Delegieren. Na, machen wir 1-Jahres-Leihe. So. Was haben wir noch? Nichts mehr. Gut. Wir brauchen uns im Moment gar nicht erst über neue Spieler irgendwas im Kopf zu machen, weil da ist nix. Lord, Angebot annehmen. Ja, der geht dann schon mal. Und Dannhoff, 26, 64, rechter Mittelfeld oder rechter Verteidiger, muss ich erst gucken. Aber ich glaube, den wollten wir eigentlich behalten. Ja, der spielt bei uns rechts. Der spielt bei uns in der rechten Verteidigung. Den würde ich ganz gerne behalten erstmal. Wir bräuchten, aber was mir gerade auffällt, der kann auch ZOM. Wir hatten aber noch einen, der auch ZOM spielen konnte. Ich würde mal ganz gerne mit ihm probieren. Und dann würde ich auch ganz gerne jetzt dann doch mal den Trainingsplan ein bisschen mehr Bissigkeit umstellen. Wir machen das mal so und dann machen wir mal so nicht. Wir machen hier, genau, das machen wir so und dann machen wir das für Startelf übernehmen. Und hier die ganzen Abwehrspieler, die haben eh genug davon. Das heißt, die können wir
alle so einstellen. Ja, mal weiter gucken jetzt hier, wie sich das so verhält. Hat die optimale Fitness. Ja, ist ja schön für dich, wenn du die hast. Ah da. So, Vukanovic. Laie. Delegieren. Ohne Kaufoption. Ein Jahr. Danhoff muss ich leider ablehnen. Den brauchen wir noch. Der ist in unserem System gefordert. Der ist eigentlich unser Rechtsverteidiger. Da sollte er eigentlich auch bleiben. Haben wir noch mal ein Spiel? Denk an deine Ersatzspieler. Ja. Das kann alles weg. Spieltag. Anstoß. Schnellsimulation. 2-2. Danhoff, ne? Wie ihr seht, 2-2. Und Seitz. Aber nichts von unseren Stürmern irgendwie, ne? Naja. Nun gut. Ich glaube, unsere Stürmer sind auch ziemlich eng besetzt da vorne. Also ich glaube, die werden es nicht so wirklich bringen. So, Elsner. Angebot annehmen. Angebot annehmen. So, was haben wir hier? Warte mal, warum bist du da jetzt raus? Da. Delegieren. Vukanovic. Ja, Laie. Kann er auch gehen. Wir haben nicht viel, was wir verkaufen können. Das bisschen, was wir zu verkaufen haben, da müssen wir halt gucken, was wir machen. Aber für neue Spieler ist im Moment ehrlich gesagt kein Geld da. Da müssen wir erstmal gucken, wie sich das so nachher verhält bis zur Winterpause. Und da haut der erst ab. Tschüss. Da ist er weg. Baby weg und Gebi ganz weg. Na, ganz weg nicht, aber für 2 Jahre ausgeliehen. Mal gucken, was das so bringt. Wir haben immer noch eine gute Kadertiefe, dass ich denke, das geht auch in Ordnung, was wir ihnen verliehen haben. Nkansa? Positionswechsel. Entwicklungsplan. Genau, Entwicklungsplan. Der hat doch. Genau, wir wollen den Position wechseln. Sehr schön. So, jetzt können wir nämlich mal gucken. Der ist schnell, der Junge. Der kann dann auch schön schießen. So, dann machen wir einen unsichtbaren Stürmer draus. Und jetzt setzen wir den nämlich auch gleich bei uns rein erstmal. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Nkanja, dem 27-jähriger Innenverteidiger. Oder Nkansch, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Der steht bei uns gerade noch nicht wirklich mit drin. Aber warum eigentlich nicht? Den könnten wir eigentlich mal wieder bringen. Der könnte da rein. Barilla können wir auch mal austesten. Mal gucken, was er so bringt. So, und Jakob, kriegen wir den eigentlich für Thiel ersetzt? Nee, das geht gar nicht. Gut, was hat Thiel denn noch für Stärken? ZOM. Aber wir hatten gerade noch irgendwo einen Herr Schwirtenberger. Ich glaube, das ist Jaric, genau, der spielt schon ZOM. Den wollten wir eigentlich auch da halten. Wir könnten aber auch hier ihn nochmal probieren. Der spielt 65. Müssen wir mal sehen, ob wir den dann sonst nehmen erstmal. Müssen wir schauen. So, das hätten wir auch geschafft. Teamstrategie, ja. Ich habe keine Ahnung, warum der mir da immer einen Punkt anzeigt. Also, wenn ihr es wisst, wenn ihr mich aufklären wollt, macht es ab in die Kommentare. Bin ich nicht böse für. Ich nehme jede Info gerne entgegen. Ja, gegen Vizela haben wir verloren. Aber Thiel hat sich echt bewährt, den einzubringen. Der hat in der 85. noch eins gemacht. Ja, müssen wir mal sehen, wie sich das jetzt verhält mit unseren beiden ZOMs. Welchen wir davon jetzt eher bringen? Vukanovic, Laie, sehr schön. Ja, den hatten wir doch sowieso. Ja, dann nimm an. Und da Toronto annehmen. So. Das ist schon am Laufen. Elsner ist auch am Laufen. Nkansch. Seht ihr, da wollte ich nochmal gucken. War ich mir gerade nicht ganz so sicher. Er spielt gerade im Moment nicht. Wir haben gar keinen, der Nkansch heißt. Habe ich mich verlesen? Doch, da ist er. 63. Was ist mit Rosenlöcher? Der spielt LM. Der geht jetzt weg. So, den können wir schon mal hier hinsetzen. Ne? Aber Burger haben wir auch noch. Den könnten wir auch mal bringen. So. Was habe ich hier noch? Periani.
Der würde uns natürlich Geld bringen, ne? Der würde uns Geld bringen. Wir sollen mal sehen, mal gucken, was das so zeigt hier. Teamzentrale in Kansch. Vertrag ist gut, Spielerleistung ist nicht so gut. 63, der ist schon 27. Dürfte ich. Also gegangen, gehen tut jetzt auf jeden Fall Vukanovic, der geht und ein Kranz. Dann haben wir noch. Wir haben ja keinen Ersatz mehr auf der Position. Aber es wäre schon zu überlegen. Es wäre schon zu überlegen. Den Scout-Bericht wollte ich gerade nicht. Es wäre zu überlegen. Was sagt ja? Gute Frage. Die bieten uns 490.000. Komm, wisst ihr was? Wir sind mal gierig. Hallo? Naja, gut, lass. 490.000 haben ist auf jeden Fall besser als gar nichts. Da können wir vielleicht noch ein bisschen was an den Verträgen machen. Da die Leistung war okay, das ist schön, das ist weg. So, weiter geht's. Gut, gut. Da geht der nächste Leihspieler. Tschüss, Elsner. Nach Altach. Nach Österreich geht er. Für 12 Monate. Hoffentlich entwickelt er sich halbwegs. Damit wir dann mit in der nächsten Saison bei uns wieder mit Großangriff einsteigen kann. Das war nur noch die Info, dass er jetzt geht. Teamstrategie, da haben wir schon wieder irgendwas. Ja. Wir könnten mal gucken, ob wir noch einen für den Angriff kriegen könnten. Dreier. Dreier ist ja gar nichts. Das ist ja, hier ist ja nur noch Schrott gerade drauf. Konzept Flügelspiel. Fachkraft 6-2, Wochenbudget 8. Nee, lass mal. Wir heben uns die Kohle mal noch ein bisschen auf. Ich weiß nicht, wie weit das noch geht. Ja, müssen wir mal sehen. Gut, ich würde sagen, das erste Spiel, es geht gegen Viktoria Köln. Das machen wir jetzt zusammen. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal die Saison gestartet. Wir sind soweit eigentlich fertig, was die Vorbereitung angeht, weil viel mehr können wir eh nicht machen. Und damit würde ich sagen, wir starten rein in die erste Saison. Noch mit einem Abgang, da geht noch einer, Vukanovic. Nach Polen geht er, nach Stettin für 12 Monate. Ja, wir müssten eigentlich auch noch gut aussehen bei uns alles. Da müsste jetzt eigentlich nur wieder, genau, Vukanovic verliehen. Da gehen wir einen Punkt runter. Ist auch nicht weiter dramatisch. Und dann wollen wir mal den ersten Spieltag uns reinziehen. Wir machen Anstoß. Trainingseinheiten bin ich jetzt nicht so der Freund von diesen Dingern hier. Aber die werde ich mir bei Gelegenheit auch nochmal reinziehen. Mal gucken, was da so kommt, was da so geht, was da so machbar ist. Wir starten in die Saison. Auf geht's. Noch sehen unsere Spieler ja alle hoch motiviert aus, würde ich sagen. Das sieht ganz gut aus. Mal gucken hier. Ja, wollen wir mal starten hier. So, Anstoß. Gib Feuer, Marianne. Dann wollen wir mal sehen, wie das jetzt aussieht. So, der erste Höhepunkt nach 12 Minuten für uns. Mal gucken. Thiel hat den Ball. Na, gucken, ob das geht. Na, ab nach außen. Wir hatten ja gesagt, wir wollen ein Flügelspiel machen. Mal gucken, ob er schnell genug ist. Flanke und. Ach, nein. Hätte auch besser klappen können. Oha, da passierte gar nichts mehr. 50. Minute haben wir jetzt. 50. Minute. Ab. Hinein und. Jawohl. Da war er drin. Wir führen mit 1 zu 0. Auftakt wahrscheinlich gestartet. Und vielleicht geglückt. Bär. Okay. Sehr schön. Bär hat getroffen. Das Bärchen. Wir haben noch einen Angriff. 57. Minute. Na, jetzt geht los hier. Aber sieht nicht so gut aus, die Situation. Stefaniak auf links. Geht wieder auf Bär. Bär. Ja, Bär. Und. Da hätte er mehr draus machen können. Da hätte er mehr draus machen können. Und natürlich kriegen wir noch das 1-1, den Ausgleich. Aber wir sollten uns auch klar sein und einig sein, dass wir hier definitiv nicht um den Aufstieg mitspielen. Ich glaube eher, dass wir so gegen den Abstieg spielen würden. Dann müssen wir mal sehen. Das sieht ja eigentlich ganz gut aus.
Ballbesitzquote, so waren wir bei 68%, 6 Schüsse nur. Das ist okay. Das sieht ganz okay aus. Ich weiß auch gar nicht, wo haben wir denn jetzt eigentlich unseren Torblock bekommen. Das kann ich jetzt hier gerade gar nicht sehen. Warum auch immer. Irgendwie funktioniert hier gerade gar nichts mehr. Wir machen mal weiter. Und haben damit den Saisonauftakt auf jeden Fall gestartet. Ja, ich würde sagen, das war die erste Folge IAFC24 bei mir auf dem Kanal. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, wenn ihr denkt, es wäre sehenswert, dann lasst mal einen Kommentar oder ein Like da. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich werde die Staffel erstmal auf 3 Folgen reduzieren. Und dann macht's gut, bis dahin und tschüss. Oh Gott, ich hasse es, Ihnen das Herz zu brechen. Aber du weißt ja, wie das ist. Okay, danke. Du kannst mich jetzt runterlassen.